meine Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Und ja, ich hoffe, euch geht's gut. Und ja, ich habe einen kleinen bis mittleren Haul. Und wie ihr seht, bin noch nicht geschminkt. Das heißt, ich habe wieder was gekauft, das was ich also mit euch zusammen ausprobieren will. Aber vorweg, ich habe meine gestempelt. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Schlecht, ne? Gestempelt. Ja, die liebe Astrid vom Kanal Beauty Over Age Astrid, die hat sich ein Nageldesign-Video mit dem Stempel gewünscht. Wollte ich euch auch mitnehmen. Aber dann habe ich die Hand gemacht, da seht ihr überhaupt nichts, also da ist alles schief gegangen. Das ist so dermaßen in die Hose gegangen, also man sieht bloß so kleine Flecken vor dem Nagellack, also überhaupt nicht Dings. Dann habe ich es aufgegeben, ich habe vorgestern gestempelt und dann habe ich gesagt, nee, da kann ich euch nicht mitnehmen, das kann ich nicht zumuten, weil da muss ich sowieso erst einmal üben. Gestern habe ich mich dann an die Hand dran gemacht und dann ist es gegangen. Wunderbar geklappt, weil da habe ich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und ja, dann finde ich, habe ich mir gedacht, Mensch, hätte ich doch mitnehmen können, aber dann, ich stempel ja öfters, weil es macht jetzt wirklich viel Spaß und ja, seht ihr. Und zwar habe ich gestempelt mit diesem von P2 den Technochrom-Lack. Lässt sich wunderbar stempeln. Also es ist kein Stempellack, sondern ganz normaler Nagellack. Den kann man auch so auftragen, aber ich finde es so genial. Diese Farbe auf dem Dunkelrot, also ich finde es super. Und ja, wollte ich machen dann auch mit dieser neuen Platte, wo ich da habe, und zwar habe ich da, die passt zum Valentinstag, habe ich mir so gedacht. Das ist diese Platte. Und das Muster ist das da oben. Ja, dieses Muster habe ich gestempelt. So. Will euch nicht blenden, aber das war die Platte, da sucht man sich halt so einzelne Sequenzen raus, was man stempeln will, so wie ich jetzt da, das habe mich da im oberen Bereich gehalten und ja. Wow. Okay. Da hat sich was selbstständig gemacht. Einen Moment. So. Aber der Lack stempelt wunderbar. Also wenn man es natürlich kann. Ne? So. Jetzt muss ich aber alles wieder auf. Oh, es kann ja nichts. So. Puh. Habe ich soweit alles, ja. Ah. Sorry. Ja, klar. So. Dann fange ich mal an mit dem Haul, würde ich sagen. Ja, das ist von irgend von jedem ein bisschen. Also ich habe, ja, zuerst habe ich mal bestellt von Pretty Nail Shop 24, habe ich da so Pigmente. Das ist lila Türkis. Chrompigment ist das. Bestellt. Und ein rotes Pigment, Rot, Gold,
ist das. Ja, und darum habe ich ja auch das Gel gebraucht ohne Schwitzschicht, weil das wird dann noch in den warmen Nagel eingerieben. Das würde ich machen wollen auch demnächst. So, das ist auch gekommen und ja, dann kann man wieder loslegen mit den Nägeln machen. Muss sowieso nächste Woche wieder Gelnägel machen, aber ja, das ist nicht so einfach, wie ihr euch das vorstellt. Ich zeige euch erst einmal Sachen, was man alles dazu braucht, und ich werde euch auch auf Kanäle verweisen, die sich damit auskennen. So, dann war ich beim Teddy, weil unser Bügeleisen hat den Geist aufgegeben. Und da habe ich dieses schöne lilane Bügeleisen da gefunden. Für 15 Euro. Lila natürlich, ne? Sehr schöne Farbe. Und ja, das haben wir dann geholt. Und ja, dann, wo ich beim Teddy dann schon war, habe ich natürlich wieder Lidschattenpalette entdeckt, die Mega Sultry 2 ist es. Sind wieder 12 Farben für 3 Euro. Da sind so Applikator dabei. Und das sind dann die Farben. Und mit dieser Palette, die schminke ich euch heute was, ne? Also geswatcht habe ich schon und ja, sind schön pigmentiert, sind super Farben dabei, aber wie gesagt, am Auge habe ich es noch nicht gehabt. So, dann war ich bei Lidl, wie jeden Tag, klar, ne? Da habe ich dann entdeckt, das geht wahrscheinlich aus dem Sortiment raus, und zwar sind es Concealer. Haben es runtergesetzt auf 79 Cent. Also habe ich mir gekauft diese Perfect Nude Cover Make-up Concealer in der Farbe Light, ja, für helle Haut. Die zweimal. Eins habe ich schon aufgemacht, weil das will ich benutzen, das da. Und das ist noch zu verschweißt neu. Also für 79 Cent probieren wir aus, wenn es nichts ist. Naja, ist nichts. Dann die zwei Concealer auch für Light. Und die haben so ein Schwämmchen. Übrigens, die Nude haben auch so ein Schwämmchen, habe ich schon gesehen. Haben auch so ein Schwämmchen dran. Also, von daher ist es egal, die lasse ich noch zu. Auch zweimal von dieser da. Auch in Light, die habe ich. Sind heute noch mitgegangen, weil gestern habe ich, also eins ist heute noch mitgegangen, gestern eins von denen und zwei von diesen, weil gestern habe ich bloß noch eins vom Light gesehen und heute habe ich ganz hinten versteckt das zweite, weil sonst hätte ich gestern schon zwei von dieser dort genommen. Von Cien Liquid Concealer Perfect Finish Light. Und das ist auch Perfect Finish Light und das, da ist ein Nude. Perfect Nude. Ja. Cover Make-up Concealer. Light, ja. Sinn, das belasse ich dann da. Also bis auf Lippenstift und Mascara habe ich fast praktisch alles gekauft. Also wird ausgetestet. Das war's schon vom Lidl. Ja, die habe ich schon. Ah. Dann war ich bei Kik, ja, da war ich auch gestern, dann habe ich von Kik, habe ich so ein, ups, komm, so eine Jacke da, so, ist für zu Hause so eine kuschelige, wie so ein Jogging. Ja, okay, schön kuschelig, schön warm. Für 4,99 habe ich mitgenommen. Ja, und ja, dann
Mein Mann hat sie noch was zum Anziehen gekauft, T-Shirts und ja, ich habe mir dann für 1 Euro an Haarreifen mitgenommen, weil ich mag das auch ganz gerne, bei kurzen Haaren auch an Haarreifen reinzutun, das gefällt mir auch, mag ich ganz gern. Ja, dann ja, für 1,99 ein Blush vom Kit mitgenommen. Ich habe ihn schon aufgemacht, der war noch in der Umverpackung, war zu. Also für 1,99, schöne Farbe. Ja, und für 1,29 diesen Lidschattenstift. Den werde ich so als Base verwenden. Das ist wie so Bronze, Braun, Gold. Hier. Ja, für 1,29, das wird auch ausprobiert. Ich habe zwar schon eine Base drauf, aber eben noch nicht viel, ne? Also, ja. Tja, dann haben wir das und dann war ich bei DM. Ja, und da habe ich ein bisschen dezent zugeschlagen. Und zwar zuerst mal unspektakulär von Denk mit ein Desinfektions-Hygienespray-Desinfektion. Beseitigt 99,99% der Bakterien, Pilze, speziellen Viren, jetzt überhaupt und Erkältungszeit und, ne? Also, ja. Gut. Dann von Balea den Aqua Augenroll-On. Da schwärmen auch viele davon. Mit dieser kühlenden Kugel. Mit kühlender Massagekugel. Mit Eigenextrakt für feuchtigkeitsarme Haut. Ich bin gespannt. Kostenpunkt 2,45. Also es ist nicht teuer. Das wird ausprobiert und ja, was Kühlendes auf dem Auge kann man immer gebrauchen. Dann habe ich mal dezent bei Masken zugeschlagen. Und zwar von Schäbens die Peel-Off-Maske. Reinigt Poren, die verfeinert das Hautbild mit Thermalwasserperlenextrakt und Früchte. Das war ich. Hab die Liebe zu Peel-Off-Masken entdeckt. Von Schäbens. Die Thalasso-Maske mit Eigen spendet Feuchtigkeit und regeneriert mit Plankton und Perlen. Von Schäbens die Antifaltenmaske, sofort Lifting-Effekt, intensive Straffung, mehr Elastizität und. Und von Balea die Antifaltenmaske. Was jetzt gar nicht wirklich ich schon habe, das werde ich dann schon sehen. Pflegt intensiv mit Q10 und Hyaluron. Glättend für anspruchsvolle Haut. Ja, wie gesagt, die Schäbensmasken 55 Cent und die Balea 45 Cent. Ne? Also, ja, habe ich da dezent zugeschlagen. Dann, ja, habe ich noch einen fünften im Bunde. Von meinen Technochrom-Lacken in Grün. Und zwar ist das Enchanted Forest 080. Ich habe ja schon ganz hellblau und dieses Pink da, wo ich euch gerade gezeigt habe, da wo ich jetzt damit gestempelt habe und Gold und Silber habe ich schon und diesen Grünen jetzt da. So. Ja, und dann zu guter Letzt von Balea eine CC-Creme für 2,95 entdeckt. Lichtschutzfaktor 20, perfektionierende Pflege und Foundation, CC Color Control, heller bis mittlerer Hauttyp. Ja, und da steht perfektionierte Schönheit. Balea Beauty Effekt verbessert wirksam das Hautbild und verleiht sofort ein samtweiches Hautgefühl. Darum habe ich nur eine Tagespflege drauf heute und
strahlendes Aussehen, perfekte Ausstrahlung in nur einem Schritt. Sie gibt der Haut ein glattes, ebenmäßiges Erscheinungsbild und lässt sie erstrahlen. Die besondere Formel hält Pigmentflecken und den Hautton sanft auf. Der Lichtschutzfaktor 20 schützt zusätzlich vor vorzeitiger lichtbedingter Hautalterung. Was ist denn heute mit mir los? 2,95, also 50 Milliliter sind drin. Ja, 50 ml. Also, und das probieren wir aus. Und es war eigentlich der Hol. Vergessen habe ich nichts, ne? So, wie gesagt, da kann man schon ein Make-up mitmachen. Also werde ich das mal anfangen und ja, mal schauen mit der CC-Creme. CC-Creme habe ich noch nicht gehabt. Und ich habe auch keinen Primer drunter, nichts, weil ich will ja sehen, wie diese Creme praktisch, ob die überhaupt auch fürs Hautbild was macht. Ne? So, dann fangen wir an. So. Das ist eine Tube. Sieht dann so aus. Oh, da gucken wir mal. Boah, das geht ja schwer auf. So, dann nehmen wir uns ein bisschen. Hat eine feste Konsistenz, ja. Bin ja gespannt, ob man, naja, so perfekt. So, aber wenn ich günstige Sachen mir kaufe und ich sage, ich finde sie gut, dann ist es auch so, dass ich, dass das nicht schlecht ist für den Preis, möchte ich sagen, dann, ne? Also, es gibt teurere und wenn dann das halt die Haut gut aussieht und so weiter, ne, dann, ja. Ich brauche noch ein bisschen. Sehe ich schon 20 Jahre jünger aus? Ne? Nein. Weil ich erwarte ja nichts von dem Produkt, wisst ihr? Und wenn dann das trotzdem gut ist, dann ist ja gut, ne? Ich erwarte ja nicht, dass ich 20 Jahre jünger ausschaue. Ne? Also, das ist ja mal klar. Ne? Naja. Ist nicht schlecht. Für den Preis ist es allemal nicht schlecht. Ist halt das CC-Creme. Ja. So. Kommt wieder rein. Ja, schlecht ist es nicht. Also, ja, klar. Für den Preis. Also, kann man nicht mehr erwarten. Haut fühlt sich aber gut an. Schön weich. Ja. Gut. Das war das. Ja. Mal schauen, ob das. Ja. Sieht man gleich viel strahlender aus. Na, ich weiß nicht. Vielleicht ein bisschen frischer. Keine Ahnung. Concealer, da liegst du ja schon. Wie gesagt, verwende ich das erste Mal diesen Nude Dings Concealer. Ich bin jetzt schon so runter, weil
Ja, geht doch ganz gut ab für den Preis. Ja. Nicht in die Fältchen. Rausquetschen. Also mir zum Beispiel macht es mit dem Schwämmchen gar nichts aus, weil ich schminke ja nur mich. Es kommt ja nur an meine Augen hin. Und von daher, ja. Ja. Gefällt mir doch schon sehr gut. Für den Preis, ja. Kann man nicht meckern. Deckt also ganz gut ab. So, für den Preis allemal kann man nichts sagen. So, jetzt zette ich das Ganze und pudere ich ab, dass da mit meinen von Essenz des Ah ja, mir gefällt es. Nicht schlecht, das Bild. Kann man durchgehen lassen. Ist super. So, dann fangen wir schon mit den Augen an. Ja, um den Wimpernkranz mache ich mal so ein von Alverde wieder. So. Ah ja, ich wollte ja diesen Lidschattenstift wollte ich doch ausprobieren. Headspace. Genau. Bisschen. Ja, geht auch alleine durch. Schöner als Alltagsfarbe. Ja, lässt sich schön verblenden. So als Alltagsfarbe geht es schön alleine durch. Kann man durchaus machen. Ja. Lässt sich schön verblenden. Ja. Bin ich gespannt. So, jetzt kommt mal die Mega Soul Tree Palette. Jo, dann wollen wir mal beginnen. Und zwar mit der zweiten da, der hellsten Farbe, mit dieser da.
will ich beginnen. Oh ja. Das ist eine Mattefarbe. Ja. Das mache ich mal so. Naja, aufs gesamte Augenlid mache ich das jetzt mal zum Ausgleichen, die Farbe. Das ist ja zur Hautfarbe, ja. Gut. Dann. Ja, nehme ich mal so einen Blau ungefähr. Das kommt aufs bewegliche Lid. Auch eine matte Farbe. Es sind glänzende Farben dabei und matte. So, dann würde ich mal sagen, ich mache dann mal eine glänzende dahin. So, dann gehe ich in eine braune Farbe und, oh ja, das gebe ich mir dann so außen hin. Ja, gut pigmentiert, muss ich sagen. Welche habe ich gerade? Die da. Ich gehe bloß ganz leicht rein. Und muss sagen, ja. Weiter rausgehen, weil da ist mein Schlupflid nämlich schlimmer, stärker ausgeprägt hier an dem Auge. Aber ist alles super, alles gut. So, jetzt ist es einigermaßen ausgeglichen. So, dann würde ich sagen, ich gehe mal in die dunkelste Farbe, diese glänzende, und ja,
mache die hier und hier an dem Dreieck. Das ist so, das wird dann schon verblendet. Dass es mehr Definition gibt, ne? So. Nicht zu viel verblenden, sonst sieht man nichts mehr. So, dann gehe ich in die gleiche Farbe mit meinem dünnen Pinsel rein. Und gehe am unteren Wimpernkranz entlang. So dicht wie möglich. So dicht wie es geht. Ja. Weil ich mag unten nicht so dicke Balken. So, nächstes Auge. Die hat kein Fallout. Die. So. Nee, noch nicht so. Ich will noch ein Highlight setzen. Und zwar. Hier. So, aber jetzt also, also jetzt habe ich schon 1, 2, 3, 4, 5 Farben aus dieser Palette verwendet. Sie krümeln nicht, kein Fallout, also ich bin, ja, für den Preis, also, ne. Ja, schon wieder da. Die haben bei uns unten gehalten. Oh mein Gott, das ist immer schlimm hier mit der Mascara hier. Sau ich mich so voll jedes Mal. Jetzt.
rechte Auge. Das reicht für mich, würde ich sagen, für heute, weil, ja. So, dann machen wir weiter mit Blush, diesen da. Und dann lassen wir uns mal überraschen mit dieser Blush pigmentiert ist. Okay, ich glaube. Ja, ich habe zu viel erwischt wieder. Er ist gut pigmentiert. Ja, es ist ja leicht zu viel, würde ich mal sagen. Da muss ich dann nochmal drüber mit einem anderen Pinsel, oh Gott. Das war eindeutig zu viel des Guten. Ja, das auch. Oh je, man muss so vorsichtig sein. Au, 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 der ist ja. Puh. Mal schauen, dass wir das damit ein bisschen abschwächen können. Aber naja. Also für meine Verhältnisse viel zu viel. Blush. Aber na egal. Da sind wir halt einmal oberblascht, was soll's, mein Gott. Kein Beinbruch, ach, was soll's. Naja, und Lippenstift, wo bist du? Habe ich mir auch nicht gekauft, von daher, nee. Wenn ich halt einen so mit der CC-Creme finde ich das Hautbild ganz okay, ganz gut und ja. Und von dem Concealer auch. Bin begeistert, bin überrascht, halt der Concealer, der kommt mit da hinein, weil den werden wir jetzt öfters verwenden. Ja. Ja, das war jetzt mein Look, mein kleiner Haul und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.